Hey ho und ein herzliches Willkommen zu einem viel zu lauten neuen Spiel. Erstmal alles ein bisschen runterdrehen, sonst bläst es mir die Ohren weg. Moorhound Tiger and Chicken. Ja, ihr wolltet Rome 2 weghaben, jetzt ist es weg. Was folgt ist Moorhound Tiger and Chicken. Das erste richtige Moorhound Adventure. Und genau das werden wir jetzt spielen. Soweit ich gehört habe, wird das Moorhuhn dabei zu einem Shaolin-Brathähnchen, das sich irgendwie durch Welten schlägt. Mal schauen. Ich habe es noch nicht gespielt, ich habe keinen Plan, wie es laufen wird. Ja, normal. Manche Leute glauben ja nicht an Legenden. Aber diese Leute glauben auch nicht, dass Hühner manchmal in seltenen Fällen auch zu Helden werden können. Und so maß niemand der Geburt eines kleinen, namenlosen Geschöpfes große Bedeutung bei. Vor langer Zeit im fernen Osten, an einem gefährlichen, finsteren Ort, tief, tief unter der Erde. Wir sind also ein winziges Moorhuhn. Ich spiele es momentan übrigens mit Maus und Tastatur. Man kann es auch mit Gamepad spielen. Aber ich will erstmal sehen, wie es mit Maus und Tastatur zu spielen ist. Hallo, ich bin Ting. Bist du das kleine Huhn, das seine Eltern verloren hat? Du bist bestimmt sehr einsam. Komm mit, wir unternehmen was. Los geht's! Okay. Hier geht's lang. Wir müssen über die Kisten hier. Ups. Puh, das war knapp. Das ist der Raum. Zum Glück haben sie die Tür offen gelassen. Komm, wir sehen nach, was sie da drin haben. Was da wohl drin ist? Mal schauen. Sowas habe ich schon mal gesehen. Mal sehen, ob ich drauf spielen kann. Ja. Nein! Na, wen haben wir denn da? Du wolltest kämpfen? Wolltest dich wehren gegen uns, ja? General, ich hab's ja gesagt. Wenn wir kurz mal nicht hinsehen, dann rührt sich wieder einer von denen. Sicherheit ist deine Verantwortung, Hauptmann. Wenn das der Kaiser erfährt, wird das Folgen haben. Naja, also nun, das muss er ja nicht. Wir gehen mit ihm einfach so um wie mit allen Aufrührern auch und fertig, oder?
Natürlich. Wer sich wehrt, hat sein Recht auf ein gutes, behütetes Leben. Verwirkt! Nein! Und nun zu dir. Du magst also Musik. Armes kleines Hühnchen. War irgendwie klar, dass das zu schlagen ist. Also mal schauen, irgendwie müssten wir doch hier wieder rauskommen. Oder gibt es hier noch irgendwo was? Ja. Gegner, sehr schön. Aasfresser, okay. Knabbert alles an. Klaut alles. Ich brauche also eine Waffe und dieser Knochen sähe groß genug aus, ja? Jetzt, ich muss I drücken. Ah, jetzt solche Waffen, okay. Okay, klingt schon mal spannend. Ja. Wir kämpfen also mit einem Knochen gegen Aasfresser. Würde mich mal interessieren, ob das sehr effektiv wird, wenn da Fleischstückchen dran hängen würden. In der Truhe war ein Heiltrank. Benutze einen Heiltrank, verletzt bis du 3 drückst. Große Heiltränke und Mana-Tränke kannst du später mit 4 bis 6 einsetzen, okay? Hey du! Endlich nach all den Jahren! Kannst du mich hören? Wahrscheinlich nicht. Dafür müsste er ein Shaolin sein. Unglaublich! Du kannst mich hören? Nur die alten Shaolin-Meister konnten die Geister wahrnehmen. In dir steckt viel Potenzial. Ich kann dir aus der Höhle helfen, aber dazu müsste ich befreit werden. Nimm einen der herumliegenden Knochen. Damit kannst du das Gefäß zerschlagen. Ach, was soll das? Es ist schön, wieder frei zu sein, auch wenn ich meinen Körper vermisse. Vielen Dank, junger Freund. Wir sollten uns beeilen, aus den Höhlen herauszukommen. Die Kreischer nagen alles an, was essbar aussieht. Ich kann dich mit meinen Kräften schützen. Rufe mich, wenn du Hilfe brauchst. Aber sei gewarnt! Wenn meine Kräfte aufgebraucht sind, brauche ich einige Zeit, um sie wieder zu sammeln. Um den Wasserschild zu aktivieren, drücke 7 oder das sieht nach Mausrad aus, okay? Der Wasserschild schützt dich für kurze Zeit. Aber Vorsicht, wenn er zu viel Schaden nimmt, kann er auch vor der Zeit brechen. Okay, dann schauen wir einfach mal. Ah, jetzt geht's los. Juhu! Level up! Ja, gehst du selber. So, na gut. Wobei das mit Tastatur ehrlich gesagt etwas kritisch zu spielen ist. Ach, hier haben wir jetzt die Chance, etwas zu erhöhen. Und
bzw. spezielle Fähigkeiten freizuschalten. Okay. Angriff, Gesundheit und Chi. Hey, das erinnert mich ein bisschen an das Jade Empire, also das Jade-Imperium. Von vor vielen, vielen Jahren. Die Chance, einen Gegner zu betäuben. Gesundheitsregeneration, Chi-Regeneration. Ich steige erstmal eine Gesundheitsregeneration. So. Also wie gesagt, mit Maus und Tastatur ist das Ganze etwas kritisch. Moment mal. Gottes Namen ist das verstaubt. Schon ewig nicht mehr gespielt damit. Ja, so. A ist springen. X ist zuschlagen. Okay. Der wird schon hinhauen. Ja. Schön alles aufsammeln. So, hier kann ich die Pots einsetzen. Und wo ist das Wasserschild? Vorsicht! Die Lava kann tödlich sein. Wir müssen aber darüber. Aktiviere meine Kraft. Dann kann ich dich vor der Lava schützen. Aha. Aber beeile dich. Die Lava wird meine Kraft schnell aufzehren. Ah, da geht es, okay. Ich weiß, du bist erschöpft, aber gib jetzt nicht auf. Wir haben den Ausgang fast erreicht. Kann das sein? Ich habe doch gerade etwas gehört. Oh, der ist aber noch sehr jung. Und hat es trotzdem bis hierher geschafft. Vielleicht ist er ja der. Ja, was wird er wohl sein? Ich tippe mal stark auf einen Auserwählten. Viele Jahre später. Du hast doch nicht schon wieder die verbotenen Bewegungen geübt? Auch wenn du heute den zweiten Grad der Shaolin-Hühner erreicht hast, heißt das noch lange nicht, dass du kämpfen darfst. Ich dulde kein Kampftraining in meinem Kloster. Erst recht nicht an deinem freien Tag. Naja, aber du hast eine Woche lang nichts kaputt gemacht. Dafür gebe ich dir das hier zurück. Herzlichen Glückwunsch. Denkst du schon wieder an das Mädchen aus deiner Kindheit? Du solltest dich von diesem Gedanken befreien. Sie ist auf sich gestellt. Wir sind Hühner. Wir können uns nicht in die Dinge der Großen und Mächtigen einmischen. Es wird Zeit, dass du das lernst. Gute Frage. Was soll das für ein Shaolin-Kloster sein, in dem man kein Kampftraining machen darf? Und komm mir nicht wieder mit der Frage, warum man in einem Shaolin-Kloster nicht das Kämpfen trainieren darf. Du weißt sehr wohl, dass hier nicht mehr gekämpft wird, seit uns Meister Chi Ken verlassen hat. Unter meiner Verwaltung widmen wir uns der Meditation und sonst nichts. Kein Kämpfen, kein Ballspielen, keine Spaziergänge, nichts. Außer heute an deinem freien Tag. Genieße deinen freien Tag, aber mach bloß nicht wieder irgendwas kaputt. Der Klostervorsteher hat dich wohl immer noch im Visier. Das liegt wohl daran, dass du immer für Ärger sorgst. Hör mal! Moment, steht da jemand vor deiner Tür? Okay. Der Vorsteher würde sehr, sehr böse, wenn du sie ohne seine Erlaubnis durch die Gegend tragen würdest. Dies ist die Übersicht deiner Aufträge. Im linken Bereich siehst du all deine aktuellen Aufträge. Bewege den Cursor einfach über ein Titelelement, um im rechten Bereich eine genauere Auftragsbeschreibung anzuzeigen.